Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: In meinem Leben dreht sich alles um Sex. Und folglich möchte ich sehr gerne mit Leuten reden, die das so sagen. Die sagen, ja, in meinem Leben dreht sich alles um Sex. Ich denke nur an Sex, ich bin sexsüchtig. Oder ich arbeite professionell im Sexbereich. Ich bin Prostituierte, ich bin Callboy. Oder ich arbeite in einem Sexshop. Oder. Es gibt sicher ganz viele Beispiele. In meinem Leben dreht sich alles um Sex. Unser Thema heute Nacht, wenn ihr mit mir reden wollt, ich würde mich freuen, ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050, eine kostenfreie Telefonnummer, auch eine kostenfreie Faxnummer übrigens, 0800 220 5051 und E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr mailt und wenn ihr faxt, bitte die Telefonnummer unbedingt draufschreiben, weil wir euch sonst nicht ganz schnell zurück erreichen können, nicht zurückrufen können. Erste Anruferin heute Nacht ist Yvonne und heißt Yvonne und ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja. Im Prinzip dreht sich alles bei mir um Sex. Also seit in meinem Leben einiges schiefgegangen ist, hänge ich mich an Männer, suche Männer, suche den direkten Kontakt, körperlichen Kontakt. Ja. Und dadurch bin ich mehr oder weniger an die Falschen geraten, breche den Männern das Herz, bin in psychiatrischer Behandlung deswegen, habe deswegen meinen Job verloren. Ja. Hört sich ja richtig dramatisch an. Was heißt dramatisch? Ja, gut. Du sagst, in meinem Leben ist einiges schiefgelaufen. Du bist 23 Jahre alt. Ja. Und deshalb hängst du dich so sehr an die Männer ran. Was ist denn da? Was war das Schlimmste? Ich finde da vielleicht was. Das Schlimmste war jetzt vor kurzem, vor ungefähr einem halben Jahr, da hat mein Freund mit mir Schluss gemacht nach einer über dreijährigen Beziehung. Na gut, das ist ja nichts Besonderes. Das war jetzt, nee, natürlich nicht. Nee. Ich dachte, jetzt ist es irgendwas dramatisch schiefgelaufen in deinem Leben früher. Das hat viel früher angefangen. Das hat angefangen, als mein Opa verstorben ist. Ja. Und da ging das eigentlich schon mehr oder weniger los. Ich bin in Selbstmitleid zerfallen, habe angefangen zu essen, habe zugenommen. Wie alt warst du denn da? Oh, da war ich 6 Jahre. Da hat das schon angefangen. Dann gut, aber das ist natürlich schon... 2000 hat sich mein Vater das Leben genommen. Ja. Und im Jahr 2000? Im Jahr 2000, ja, dazwischen lag noch einiges mehr. Also meine Mutter ist an Krebs erkrankt und meine Mutter hat dann einen neuen Freund gehabt, hat mich vernachlässigt aufgrund ihrer Krankheit. Und jetzt, dadurch habe ich mich immer wieder in den Sex rein, ich habe mich an Männer gehängt. Aber ich muss mal eben unterbrechen. Du hast ja offensichtlich dann auch mal eine längere Beziehung gehabt. Ich habe eine längere Beziehung gehabt, aber das hat nur im Bett geklappt. Das hat mit Sex angefangen. Warst du denn während oder in dieser Beziehung dann treu oder hast du nebenher auch noch andere Sachen gehabt? Mehr oder weniger. Ich bin rausgegangen, habe Männer kennengelernt, habe mit denen gefummelt, geknutscht, also, aber mehr ist da dann nicht gelaufen, weil ich dann rechtzeitig Klick gemacht. Immerhin, ne? Das reicht dann ja auch schon, gefummelt, geknutscht. Ich muss mir erst ein Bild machen. Du sagst, ich renne Männern hinterher und verbrauche ganz viele Männer, breche den Männern das Herz und mir tue ich auch nicht gut. Wir gehen mal so, du bist jetzt 23, habe ich gesagt, mal 3 Jahre zurück. So, wir nehmen einen Zeitraum von 3 Jahren. Wie viele Männer hast du gehabt in diesen 3 Jahren? Ach, um ehrlich zu sein, habe ich da gar nicht mitgezählt. Also am Wochenende bin ich raus und habe pro Wochenende vielleicht 3-4 Männer abgeschleppt. Pro Wochenende? Ja, freitags dann. 3-4 Männer? Freitags, wenn dann Feierabend war, direkt fein gemacht, raus. Ja. Samstags morgens dann wieder auf Tour, auf die nächste Party, erstmal unterwegs, so. Dann habe ich da eine Telefonnummer gekriegt, dann ist man da mal einen Kaffee getrunken gegangen, dann ist man dann doch nochmal mit nach Hause gegangen. Ja. Und also, am Schluss wieder auf eine Party, da hat man dann auch wieder eingesehen. Und das endete dann jeweils oder fast immer mit knallhartem Sex. Mit knallharten Sex. Das heißt, in diesen 3 Jahren wäre eine Zahl, die
gut über 100 reicht, nicht zu weit gegriffen. Ja, das kommt drauf an, wie man es nimmt. Also es gibt ja auch, jeder hat mal gute Tage, jeder hat mal schlechte Tage. Okay, aber sagen wir mal 100. Ja, ungefähr, ja. Vielleicht. Die du gar nicht mehr kennst oder an die du dich gar nicht mehr im Einzelnen erinnern kannst. Teilweise. Und dennoch, in dieser Zeit hattest du auch noch eine feste Beziehung. Ja. Aber da ist es dann nie richtig zum Sex gekommen. Wie lange dauerte denn diese feste Beziehung? Ja, auch knapp über 3 Jahre. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Da stimmt was nicht. Ja. Gerade hast du gesagt, du hast gerade gesagt, während du mit dem Mann zusammen warst, ist nur gefummelt worden und kein knallhaftes Sex. Ja, meistens, habe ich gesagt, meistens. Es ging aber dann auch immer über zum Sex. Was heißt immer nicht. Also ich kann das gar nicht mehr so abschätzen. Ja, Moment, das ist aber eine ganz wichtige Frage. Nein, das ist aber eine ganz wichtige Frage. Wenn du mir erzählst, ich war 3 Jahre mit dem... Nein, Moment. Treu war ich nicht. Also treu ja, war ich überhaupt. Nein, ich will es mir doch nur richtig vor Augen führen. Ja, natürlich. Wenn du sagst, ich war 3 Jahre mit dem Typen... Ich fühle mich auch nicht angegriffen oder so. Nein. Ich will es mir nur richtig vorstellen. Wenn du sagst, ich war 3 Jahre mit einem Typ zusammen und hab dann im Prinzip 100 Mal Sex mit einem anderen auch gehabt, mit anderen Männern gehabt, ist das natürlich eine krasse Sache. Ja, natürlich ist das eine krasse Sache. Das ist mir später dann auch bewusst geworden. Ist es denn wirklich also, so? Also mehr oder weniger möchte ich mir das immer noch nicht eingestehen. Also ich bin fremdgegangen. Nur und vielleicht eierst du deshalb... Vielleicht weil ich Angst hab. Ja? Weil ich selber Angst habe, mir selber untreu zu werden. Weil ich denke, wenn ich jetzt anfange zu denken, ich bin untreu gewesen, dann denke ich, er kriegt's raus, heute noch oder so. Und ich könnte heute noch dafür Ärger kriegen oder so. Mhm. Und das treibt mich ja auch so in den Wahnsinn. Also, vielleicht eierst du deshalb auch nur so rum, weil du Angst hast, diese nicht sehr schmeichelhafte Wahrheit für dich auszusprechen. Ja, eben. Und deswegen bin ich ja auch in psychiatrischer Behandlung. Mhm. Dadurch, also, ich habe dadurch meinen Job verloren, ich habe dadurch meinen Freund verloren. Mhm. Und sag mal, Ivan. Ich mache aber immer noch weiter und mache weiter, weil ich meine, es wird immer schlimmer anstatt besser, also mache ich weiter damit. Also das ist eine richtige Sucht, ein richtiges Suchtverhalten. Das ist eine richtige Sucht geworden, sagt mein Arzt auch. Ja, ja, das gibt es ja auch, das ist ja auch ein Krankheitsbild. Genau. Kannst du das erklären? Ich meine, eine Sucht zu erklären ist immer sehr schwierig, aber dennoch frage ich dich mal, versuch es doch mal, warum das so ist. Warum? Ja, das weiß ich selber nicht. Also ich hab mal Drogen versucht zu nehmen, darin habe ich nicht die Erfüllung gefunden. Mhm. Also da habe ich gedacht, damit kann ich das nicht vergessen. Dann habe ich angefangen teilweise zu trinken auch. Ja. Also eine Erklärung war ja gerade so ein bisschen am Anfang, du sagst, ich hatte ein schwieriges Leben früher. Schwieriges Leben und habe mich dann in bestimmte Sachen reingesteigert. Mhm. Und wie gesagt, Drogen waren dann nichts, zwischendurch kam immer der Sex. Hast du denn dann habe ich gemerkt, der Sex gefällt mir. Ja, ja, das ist ein gutes Stichwort. Hast du bei diesen vielfältigen Sexkontakten, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Hast du bei diesen vielfältigen Sexkontakten auch wirklich Lust? Oder ist das einfach nur noch so, du machst es und das ist ein Ritual und... Hast du Spaß daran? Ist es ein also es kommt ganz ehrlich auf die Typen an, muss ich sagen. Also es gibt Typen, die sprechen mich sofort an und da sage ich, also vom Aussehen oder vom, wie sie auf mich zugehen, und da sage ich sofort, boah, also der ist echt, und dann denk, den möchte ich echt im Bett haben. Du siehst die Typen und denkst dann, wow, den will ich jetzt nackt sehen und mit dem will ich Sex haben. Es gibt aber auch Typen, wo ich echt mitgehe, weil ich denke, ja gut, heute kann ich mal wieder oder so. Ne? Sind das denn alles immer nur so eine Nachtbeziehungen? Es sind meistens eine Nachbeziehung und teilweise sind da aber auch Männer zwischen, die ich noch aus Vergangenheit kenne. Mhm. Und mit dem bricht aber dann auch der Kontakt irgendwie nicht ab. Dann hört man eine Weile nichts voneinander, dann sieht man sich wieder und dann endet das wieder im Bett. Lebst du in einer größeren Stadt? Etwas, ja. Ja, ich lasse dich, also du bist da wahrscheinlich schon sehr verschrien da so in der Szene, in der du verkehrst. Nein, das ist es ja gerade und das ist das, was mich wundert. Also das ist wirklich nicht... wie ein Lauffeuer durch die Gegend geht. Ne? Seit wann bist du in psychiatrischer Behandlung? Da habe ich mich dann erst so durchgerungen, nachdem ich den kompletten Zusammenbruch hatte mit meinem Ex-Freund. Die Sache ist jetzt aber auch wirklich getrennt, endgültig. Die Sache ist endgültig getrennt, wir hören nichts mehr voneinander, wir sehen uns nicht mehr. Mhm. Er wohnt in einer anderen Stadt. Und er hat aber nie in den 3 Jahren so das, was in dir da vorgeht, deine Not, ich sag mal, das ist ja schon eine Not, die hat er gar nicht mitgekriegt. Hast du gut überspielt? Ich war schwanger von ihm auch und im 3. Monat, ohne dass ich das wusste, ich wusste das nicht, dass ich schwanger bin. Mhm. Ich habe meine Periode noch 2 Monate gekriegt und dann bin ich zusammengebrochen und habe das Kind verloren. Mhm. Das wusste ich dann erst hinterher und er hat mit mir darüber nicht geredet oder so und gar nichts, ist dann nicht auf mich eingegangen.
Und im Endeffekt bin ich dann wieder bei fremden Männern gelandet oder bei anderen Männern gelandet. Mhm. Also Yvonne, der Schritt, dass du jetzt in einer psychiatrischen Behandlung bist, finde ich ausgesprochen richtig und auch wichtig. Ja. Denn das ist ja schon kein Spaß mehr und das kann man auch nicht mehr irgendwie jetzt scherzhaft besprechen, von wegen geil auf Männer und so. Nein, nein, da steckt wirklich was Kompliziertes hinter. Das mit dem Sex hat leider aber auch schon früh angefangen, was mir jetzt erst bewusst geworden ist. Ne? Mit 14 habe ich so dann die ersten Entdeckungen gemacht und mit 15 war ich dann schon keine Jungfrau mehr und es ging dann weiter. Ne? Fühlst du dich denn bei dem Psychiater gut aufgehoben? Ja, sehr gut. Gut. Also das ist ein sehr netter Mensch. So, dann bleibt mir eigentlich nur noch, dich zu ermutigen und dir zu sagen, mach das weiter, das ist der richtige Weg. In der Hoffnung, und ich wünsche es dir wirklich sehr, dass ihr gemeinsam aufdeckt, was da mit dir los ist und dass du da rauskommst und auch wieder ein relativ normales Leben. Es ist ja weniger geworden. Also ich gehe jetzt nicht mehr, ich halte mich jetzt selber davon ab im Prinzip und das ist die gute Hilfe. So, liebe Yvonne, ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich wollte noch mal dein Team grüßen. Danke. Das war echt lieb und nett, wie die mit mir geredet haben. Das ist freundlich. Und dir auch noch alles Gute, Domian. Dankeschön, Yvonne. Ja, tschüss. Auf Wiederhören. Unser Thema heute Nacht heißt, in meinem Leben dreht sich alles um Sex und ich möchte gerne mit Menschen reden, die das von sich sagen, die das vielleicht ernsthaft von sich sagen, so wie wir es gerade gehört haben von Yvonne, aber die es vielleicht auch mit einem Schmunzeln sagen oder die es ganz sachlich sagen, weil sie als Prostituierte arbeiten, als Stricher, als Callboy, wie immer man es auch nennen mag. Also Telefonnummer 0800 220 5050 und die Faxnummer 0800 220 5051. Biggie, 44 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, grüß dich, Domian. Hallo Biggie. Ja, ich bin ein Telefonluder. Ein Telefonluder? Ja, ich mag Telefonsex. Professionell? Ja. Seit wann? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre, von zu Hause aus? Na klar. Na klar. Wie sie das schon sagt, ich bin ein Telefonluder. Ja. Bist du ein Luder? Ja. Aber doch nur, du spielst das doch nur. Ja klar, natürlich. Ist das dein Hauptjob? Ja. Wie viele Stunden am Tag machst du es? Unterschiedlich, zwischen 6, 8 Stunden, so unterschiedlich. Das ist eine lange Zeit. Wie ich Lust und Laune habe. Ja. Was sind das für Typen, ich gehe davon aus, dass es Männer sind, die anrufen bei dir? Frauen. Auch Frauen? Mhm. Aber hauptsächlich Männer? Ja, 80% Männer. Aber du bedienst auch Frauen? Ja. Bist du bisexuell oder lesbisch? Nein. Du spielst das dann? Ja. Ja. Bleiben wir bei den Männern erstmal. Was sind das für Männer, die da anrufen bei dir? Och, von 18 bis 50, 60, ganz unterschiedlich. Ja. Manche sind auch devot, Haben auch Sklaven am Telefon. Das heißt, du musst denen Befehle geben? Ja klar, dann müssen wir das ausüben. Ja. Die machen das dann selbst an sich selbst. Wenn ich sage, der soll sich Klammern an die Brüste machen, dann macht er das. Du kannst es aber nicht kontrollieren, nachprüfen. Man hört das. Wenn man Klammern an die Brüste macht? Man hört, nein, wenn er dran zieht. Wenn man dann zieht an der Klammer? Wenn der dann schreit, dann weiß ich, was er gemacht hat. Es gibt auch welche, die spielen nur so. Ja. Dann sage ich, du tust es ja gar nicht. Man hört es am Telefon, ob einer mitmacht oder ob er es nicht tut. Ah ja, du bist aber... Die sind so weit, dass sie es machen, die meisten auf jeden Fall. Du bist aber privat, persönlich nicht in dieser Richtung veranlagt. Nein. Nee, das ist auch alles eine Rolle, die du dann spielst. Ja. Was ist denn, bleiben wir mal bei dieser Sklavennummer, was ist denn bisher so in den Jahren das Krasseste gewesen, was du befehlen solltest, wo du merktest, da steht er drauf? Ja, ich frage dann meistens, sagen wir mal, was hast du für Neigungen, verstehst du, magst du es jetzt, dass man dich quält, magst du sanft, stehst du auf Füße lecken, das ist ganz unterschiedlich. Ich frage dann meistens vorher, wie er es am besten mag, was er mag, so, auf was er steht. Und was war das? Und wenn er sagt, er steht schon auf Brutales, dann führe ich die gewisse Dinge auch aus. Sag mal ein Beispiel noch für Brutales. Klammern an die Brüste, Kerzenwachs über den Körper. Ja. Dildo-Spiele. Ja. Ja, gab auch schon einer, der hat sich eine Nadel durch die Brust gestochen. Da hast du richtig gehört, wie er schreit. Mm. Ja, ja. Oder eine Klobürste in den Arsch. Nein. Hat wirklich einer schon ausgeführt. Das hast du richtig gehört, wie der schreit. Ja, die sind schon ziemlich fertig, diese Männer. Und das gelingt dir aber so für dich, das so hinzukriegen? Oder hast du da manchmal auch Bedenken und denkst, oder ekelt es dich manchmal auch? Nö, es lässt mich kalt. Es lässt dich wirklich kalt. Du ziehst das so professionell runter. Genau. Mhm. Gibt es unterschiedliche Wünsche? Du hast gesagt, da rufen 18-Jährige an, aber auch 70-Jährige oder so in der Kante. So, was sind das so für Unterschiede? Wollen junge Männer schneller so zur Sache kommen? Ja, die meisten wollen dann auch noch eine Herrin schön hernehmen, bumsen. Dann sage ich, eine Herrin lässt sich nicht bumsen.
Ja. Mhm. Dann ich meine jetzt auch abgesehen von dieser SM-Szene, so generell. Ja gut, viele Junge sind auch drunter, die wollen sich treffen. Ach so, aber das machst du nicht. Eine reife, ältere Frau treffen oder so. Das machst du nicht? Nee, das dürfen wir auch nicht. Mhm. Das macht das Geschäft kaputt. Ja, apropos weil Geschäft. Der macht er dann nicht mal an, weil er ja dann jemand hat, wo er sich treffen kann. Ist klar. Das geht bei uns nicht. Apropos Geschäft, du bist doch eigentlich daran interessiert und dir müsste daran gelegen sein, die Jungs so lange wie möglich in der Leitung zu ja. halten. Mhm. Ja, das ist ja meine Aufgabe. Das heißt, du kennst da schon so deine Tricks, damit die nicht so schnell auflegen. Ja, ich bin auch schon aufgestanden, Gaudi Halver hat gesagt, Moment, ich schreibe mir mal deine Telefonnummer auf und ruf dich an. Ich habe zwar einen Kugelschreiber auf dem Tisch liegen gehabt, ich bin dann aufgestanden, habe die Schublade aufgemacht und habe dann gegruschtelt. Mhm. Deshalb denke ich, ich suche einen Kugelschreiber. Also ist auch schon... Die war ja einer auf dem Tisch gelegen. Ja. Ist viel Beschiss dabei, ne? Ja, genauso, wenn einer sagt, er mag jetzt meinen Natursekt haben und er sagt dann, er möchte es hören, dann gehe ich auf die Toilette und heb den Hörer unten hin und lasse es laufen. Das normale Wasser einfach. Ab, ja. Also den normalen Wasserhahn lässt du laufen, oder? Nein, ich habe auch schon, wenn ich auf die Toilette musste, hatte ich auch schon mich draufgesetzt auf die Toilette und habe halt gepingelt, damit er hört, dass es auch läuft. Das könnte man ja auch irgendwie tricksen, indem du irgendwo was eingießt. Ich kann auch ein Glas nehmen und das andere Glas reinschütten, aber das hört man schon ein bisschen. Apropos Tricksen und apropos Beschiss, du hast aber keine sexuellen Empfindungen dabei, was du da machst. Mich hat auch mal einer gefragt, der war mal eigentlich so sympathisch, und hat er mich gefragt, sag mal ganz ehrlich, tust du es auch? Dann habe ich gesagt, nee, wenn ich mir bei jedem Kunden einen bunten Vibrator oder was reinstecken würde, dann würden wir ja meine Muschi wehtun. Ja. Er wollte es ehrlich wissen, da war mal sympathisch, da habe ich ihm gesagt. Gab es denn schon mal, doch vielleicht mal Momente in den 2,5 Jahren, wo du das machst, Biggie, wo es doch ein bisschen auch für dich erotisch war? Oder ist es eigentlich immer... Ja gut, ich sag's ganz ehrlich, wenn ich mal Lust hatte, dann habe ich es mir auch schon selbst gemacht dabei am Telefon. Ach so, das gab's auch schon. Ich habe auch schon mitgemacht, ja, aber... Aber in der Regel sitzt du da im Jogginganzug und bügelst die Socken oder sowas. Ja, gebügelt habe ich auch schon dabei. Ich dachte's mir doch. Dann, sagen wir mal, Geschirr gespült nebenbei. Da musst du aber vorsichtig leise sein, dass die das dann nicht hören. Ja, das ist klar, das darf nicht auffallen. Da darf man ja nicht hören, dass ich da... Ich würde gerne nochmal auf das Geschäft zurückkommen. Lohnt sich das denn? Kann man da ganz gut Kohle verdienen? Sag mal, jetzt so seit der Euro ist ein bisschen schlechter geworden, aber so, es geht, ja. So, nun sind wir ja. Es gibt sehr viele Anbieter momentan, das hast du bestimmt auch schon in der Werbung gesehen. Ja, klar, ja, ja. Es sind halt zu viele dazugekommen, es ist schlechter geworden. Indiskrete Frage, musst du nicht beantworten. Auf wie viel kommst du im Monat so durchschnittlich? Schätzungsweise zwischen 600 und 800 Euro. Mehr nicht? Nein, momentan ist es tot. 800 es war mal Euro? Eine bessere Zeit. Gut, es ist unterschiedlich. Ich kann es nicht jeden Monat gleich machen. Es ist auch mal ein Monat drin, wo ich, sagen wir mal, so 1000 Euro habe. Aber das finde ich wirklich wenig. Ich hatte jetzt gedacht, dass da mehr rumkommt. Es geht ja nach Minuten. Das mal. Aber du machst es ja so viele Stunden. Das verdient halt der Anbieter. Ja, klar. Mhm. Die zocken euch Mädels dann ab. Ja, klar. Ne? Mhm. Aber dennoch sagst du, es ist für mich ein Job, der ist für mich okay. Ich kann es zu Hause machen. Genau. Was hast du? Macht Spaß. Ich bin zu Hause, brauche nicht weggehen und verdiene eigentlich in dem Sinn eigentlich trotzdem leicht mein Geld. Dir macht es wirklich Spaß? Ja. Ja. Es gab auch wirklich in diesen 2,5 Jahren noch keine Situation, wo du einfach nur hättest machen wollen? Nö. Oder hast du schon mal einen Kunden rausgeschmissen? Hast du gesagt, nee, komm, so weit nicht? Nee. Gut, ja, wenn einer anfängt mit Tiere und Kinder, die müssen wir rausschmeißen. Ich wollte gerade sagen, irgendwo Grenzen musst du ja auch haben. Ne? Kinder und Tiere sind absolut verboten. Also wenn die sich in solche Fantasien hineingeben wollen mit dir. Ja, am Anfang, stell dir vor, es würde dich jetzt ein Hund lecken oder so in der Art und solche Sachen. Dann drücke ich sofort weg. Verstehe. Der wird rausgeschmissen. Wie gesagt, vor 2,5 Jahren hast du angefangen damit. Ja. Wie kam das überhaupt, dass du damit angefangen hast? Ja, ich habe mal früher auf der 0800 da, wo die Frauen gratis telefonieren, habe ich da im Fernsehen die Werbung gesehen. Ja. Und da habe ich alles immer rumtelefoniert und geflirtet. Und dann habe ich einen kennengelernt, einen blinden Mann, und der hat eine Beziehung gesucht. Ja. Ja, es kam auch nicht zur Beziehung, weil der Mann hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich von dem die Telefonnummer privat noch so gehabt. Und dann ruft er mich irgendwann an, dir macht es doch Spaß zu telefonieren. Mhm. Was hältst du davon, in einer Agentur zu arbeiten? Er arbeitet da als Chatter in einer Agentur. Du da telefonieren und Verträge machen, und da sind extra noch Räume für Telefonsex. Der blinde Mann hat das gesagt? Ja, ja. Mhm. Da bin ich dahin, habe mich vorgestellt.
Und seitdem tue ich das. Ja. Mhm. Du bist 44. Ja. Du verrätst den Kunden aber nicht, wie alt du bist. Nee. Wie verkaufst du dich? Ach, ich habe lange blonde Haare, graublaue Augen, ja. 1,67 Meter, 60 Kilo. Wow. Schöne große Brüste von 85 hey. B. Hey. Glatt rasiert. So, und wie ist die Realität? Ich habe kupferrotblonde Haare, graugrüne Augen, 1,65 Meter und wiege 74 Kilo. Ja, ist auch attraktiv. Also, ja, aber ja. Die meisten fahren auf blonden Frauen ab. Ja, so ist es. Schlank, ja. Blaue Augen. Ja. Der Mann ist primitiv, ne? Ja. Ja, das stimmt wirklich. Apropos Mann, hast du einen Mann im Moment? Ich habe bei dir schon mal zweimal angerufen. Ich war in einer Beziehung, wo kein Sex ging. Das ist schon länger her. Aber im Moment... Ja? Nein, ich habe mich jetzt im November von meinem Mann getrennt. Nach 12 Jahren habe ich es geschafft. Ah, ja. Mich endlich zu trennen. Ja. So in der Familie oder im Freundeskreis sagst du, was du machst? Ja, meine ganze Freunde wissen, ich habe letztens eine Einweihungsparty gehabt in meiner neuen Wohnung. Ja. Da waren so 6, 7 Leute, Männlein wie Weiblein, und ich habe mich eingeschaltet und habe telefoniert. Und die haben sich köstlich amüsiert. Da haben die mitgehört, wie du das gemacht hast. Wie kann ein Mann so dumm sein? Ja. Ich denke das ja eigentlich auch immer. Ich will euch das Geschäft nicht kaputt machen. Aber ja. Ich denke, wie können die Jungs so blöd sein und sich da so fangen lassen, ne, von diesem ganzen Theater. Sogar meine Vermieterin weiß es. Also alles im grünen Bereich, letztendlich. Ja, ich hab mir die Wohnung angeschaut. Und da fragt meine Vermieterin, ja, von was leben sie denn? Mhm. Na, ich echt so geschmunzelt. Na, ich sag, ich mach Telefonsex. Ah, ja. Na ja, solange sie mir die Miete bezahlen, ist ihr das egal. Egal, was sie tun. Was hast solange du? Sie nicht die Nachbarn belästigen mit ihren Gesprächen, ist mir das egal. Nee, die Nachbarn kriegen da ja nichts von mit. Ach doch, vom Stöhnen schon. Ah, ja. Ein Fenster, ich mach meistens mein Fenster dann zu und verhalte mich abends ein bisschen leiser. Was hast du eigentlich vorher beruflich gemacht? Ich bin Friseuse von Beruf. Friseuse? Ja, da hat man auch viel menschlichen Kontakt und eine gute Vorbedingung für das, was du jetzt machst. Ja. Ja, Biggie, das war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ja, die älteste Frau, wo auch schon allein arbeitet, ist 76 Jahre alt. Nein. Ja. 76? Heute noch und das läuft. Die hat es voll drauf. Vermarktet die sich als ältere Frau? Oder vermarktet die sich auch als ältere Frau? Ja. Ich muss auch eine ältere ab und zu sein bei mir auf der Leine, sagen wir mal. Ich muss ab und zu mal 60 spielen, aber das bringt es nicht so auf die Reihe. Ich habe so eine junge Stimme. Da legen sie meistens auf. Stimmt, ja, die Stimme ist wirklich da. Ja, ich kann das nicht, 60. So, Biggie, ich habe mich gefreut, dass wir geredet haben und wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema morgen. Diese Woche ist alles ein bisschen anders als sonst. Wir haben morgen, obwohl morgen Mittwoch ist, auch ein Thema. Und das Thema morgen heißt, das würde niemand von mir denken. Also, geht mal in euch, überlegt, ob es irgendetwas gibt in eurem Leben oder an eurem Leben, von dem ihr sagt, das würde nie ein Mensch von mir denken. Das trage ich so ganz für mich alleine herum. Dann ist diese Woche noch anders, dass wir am Donnerstag früher auf dem Sender sind. Ihr seht das im Fernsehen eingeblendet. Wir sind im WDR Fernsehen um 23.45 Uhr schon. Auf vielfachen, jahrelangen Wunsch von euch, den Fans dieser Sendung, wird das jetzt realisiert, dass wir einmal in der Woche, nämlich immer donnerstags früher, senden. Und ihr könnt dann auch schon eine Stunde vorher, bevor wir anfangen zu senden, bei uns anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Und freitags gibt es diese Sendung demnächst bis zum Sommer nicht, weil wir eben früher senden donnerstags und das alles auch viel aufwendiger ist. Wir sind donnerstags dann auch nicht im Radio zu hören bei 1Live, sondern ausschließlich im Fernsehen. Und die Sendung dauert länger. Die dauert dann bis 1 Uhr. Darüber freuen wir uns auch, weil auch das ein vielfacher Wunsch der Zuschauer und Zuhörer war. Sendet doch früher und sendet auch ein bisschen länger. Das machen wir jetzt diesen Donnerstag zum ersten Mal. So, jetzt zurück zu unserer heutigen Sendung und zum Thema, in meinem Leben dreht sich alles nur um Sex und ich bin verbunden mit Maria. Und Maria ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Maria. Ja. Was ist denn da bei dir los? Und zwar, ich bin im Moment schwanger. Ja. Das ist eigentlich das Hauptthema. Und zwar, ich hatte eine ziemlich heftige Vergangenheit und habe schon mit einigen Männern heute geschlafen. Und das Problem... Mit wie vielen Männern, wenn es so heftig war? Circa 20. Ja. Also es hält sich eigentlich noch in Grenzen, sag ich mal. Ja, für eine 20-Jährige ist das schon recht viel. Das ist, finde ich auch, ja. Ja, stimmt schon, ne? Ja, und
mein Freund hat halt gesagt, okay, das ist nicht so gut. Und ich bin das dritte Mal schwanger von ihm. Ich hatte 2 Fehlgeburten. Mhm. Und ich verstehe meinen Freund auch schon. Ach, wie schade. Nun ist die Leitung weggebrochen. Wir versuchen, die Maria gleich nochmal zu bekommen. Dann geht es weiter mit Katja. Und Katja ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Katja. Grüß dich. Ja, in deinem Leben dreht sich auch alles um Sex? Ja, könnte man so sagen. Kann man so sagen. Erzähl mal. Also, ich bin seit ungefähr einem Dreivierteljahr wieder solo. Du gehst noch ein bisschen näher an das Telefon mit dem Hörer. Ja, besser jetzt? Ja, so ist es schön. Okay. Also, ich bin ja seit circa einem Dreivierteljahr solo. Und bin auch derbe enttäuscht worden damals. Habe auch deswegen keinerlei Lust mehr auf Beziehung oder was. Habe auch keine Lust mehr, irgendwelche Gefühle Männern entgegenzubringen. Ja, und vor einem Dreivierteljahr hat das dann halt so angefangen, nachdem ich dann, ich weiß nicht, 3-4 Wochen lang mich in meiner Wohnung vergraben habe. Weswegen ist denn die Beziehung kaputt gegangen? Ach, Fremdgeherei, Lügen, ach, das volle Programm eigentlich. Alles seinerseits. Richtig. Mhm. Also ich war bis dahin eigentlich immer eine absolut treue Seele. Ja. Das, wie lange warst du mit dem Freund zusammen? 2 Jahre. Ja. Und du bist herbe enttäuscht worden? Ja, mittlerweile bin ich drüber hinweg, aber auf jeden Fall sah es dann halt so aus, dass ich mich 3 oder 4 Wochen lang in meiner Wohnung vergriffen habe und irgendwann kam meine Freundin zu mir und sagte, ah, das geht so nicht weiter mit dir, komm, wir gehen heute Abend mal weg. Naja, gut, dann haben wir uns auch aufs Übelste aufgebrezelt und sagte, ja, ich kenne so einen netten Laden und ja, dann haben wir angefangen, dahin zu gehen. Und ja, ehe ich mich versah, hatte ich schon 2, 3 Telefonnummern einstecken. Ich flirtete natürlich bis zum geht nicht mehr mit diversen Männern. Ja, und das Endresultat war, dass ich meinen ersten Mann dann abgeschleppt habe. Aha. Ja, ich persönlich fand das eigentlich sehr angenehm. Ja. Keinerlei Gefühle, keine Verpflichtungen, keine Enttäuschungen. Also abgeschleppt heißt die klassische One-Night-Stand. Klassische One-Night-Stand-Nummer, richtig. Ja. Und morgens hat man sich irgendwie getrennt oder sogar in der Nacht noch. Ja, entweder wie es sich halt ergibt, entweder mal in meinem Auto, wenn es im Sommer war, halt irgendwo draußen im Park oder ja hin und wieder mal bei ihm oder bei mir. Ja. Das ist halt. Also, habe ich das richtig verstanden? Du bist bitter enttäuscht worden und seitdem führst du ein ausschweifiges Sexleben. Richtig. Sprich, seit einem Dreivierteljahr. Das sieht halt so aus, dass ich mich montags eigentlich schon wieder aufs Wochenende freue. Ja, weil da wieder neue Männer anstehen. Richtig. Ja. Also, wie viele Männer hast du denn jetzt schon verbraucht in dem Dreivierteljahr? Ach, das... Hast du sie gezählt? Nicht wirklich. Also, ich sag mal so, irgendwann hört man auf. Also, das hört sich jetzt echt richtig an, ich weiß, aber... Also ein Dreivierteljahr ist ja noch nicht so lange, 70, wenn man auf der Rolle ist. 70. Das kommt schon, glaube ich, ganz Männer gut. Männer, ein Dreivierteljahr. Ja. Das ist viel, ne? Das ist wirklich eine Menge, ja. Aber ich rechne gerade aus. Jedes Wochenende, naja, so schnell kann ich das nicht rechnen, aber da kommst du ja wirklich auf eine gute Durchschnittsquote so am Wochenende. Es kommt immer und wieder mal vor, dass es auch an einem Abend 2 sind. Aber nicht zusammen, sondern hintereinander. Ach, ich hatte das auch schon zusammen. Du hast da alles schon mitgemacht, was man so machen kann. Aber es ist immer ohne Gefühl. Es ist absolut ohne Gefühl, weil ich investiere da nichts mehr rein. Also es gab auch schon den einen oder anderen Mann, der, naja, hört sich jetzt doof an, aber der wohl völlig begeistert von mir war und sich dann auch mehr vorgestellt hat. Und da gab ich dann aber sofort ab. Und sag mal, Katja, warum ist das so? Warum machst du das? Ist das die Geilheit, um es mal ganz vulgär auszudrücken? Oder steckt da was anderes hinter? Naja, Geilheit steckt da natürlich auch schon mit drin. Also ich bin wirklich ein Mensch, der seine Sexualität gerne auslebt. Aber ist denn nicht die Sehnsucht letztendlich da, die vielleicht mit jemandem auszuleben, den man denn auch liebt und mit dem man richtig zusammen ist? Domian, letztendlich Sex in einer Beziehung oder Sex mit letztendlich ist es das Gleiche. Sex ist im Endeffekt das Gleiche, ob jetzt mit Gefühl oder ohne Gefühl. Findest du? Also. Finde ich überhaupt nicht. Och.
Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, es gibt nichts Tolles, als Sex mit jemandem zu haben, den man liebt. Ich kann mir mittlerweile keine monogame Beziehung mehr vorstellen. Ich kann es nicht. Kann es sein, dass du aufgrund der schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, jetzt falsche Schlüsse daraus ziehst? Und sagen wir mal so, ich habe vielleicht auch nicht mehr so das Bedürfnis danach, enttäuscht zu werden. Das kann natürlich auch sein. Ja, du machst dich richtig zu, ne? So habe ich den Eindruck. Dadurch, kannst du reden noch? Ich höre es irgendwie so piepsen. Ja, ich höre dich. Dadurch machst du dir natürlich auch alle Wege kaputt, eine neue Liebe zu finden. Im Moment willst du ja auch gar keine finden, oder? Nee, habe ich im Moment ehrlich gesagt keine. Aber ist das ein Leben, so die nächsten Jahre damit zu verbringen, so viele Männer durchzuknallen wie nur irgend möglich? Ja, ich denke mal, ewig wird das nicht laufen, aber im Moment ist es für mich einfach das Ideale. Ist das so ein bisschen, ist das so, ja, ist das so ein bisschen für dich, ist das für dich so ein bisschen, jetzt mal ganz weit gesponnen, auch so ein bisschen Rache an den Männern, weil ein Mann dir so etwas angetan hat? Könnte sein. Könnte sein. Weil du bist ja von ihm verarscht worden und verletzt worden. Es ist ja nicht der Erste gewesen. So, du bist gebraucht worden. Und jetzt brauchst du und gebrauchst du die Männer. Ja, könnte man so sagen. Finde ich so für eine Weile verständlich. Finde ich auf Dauer kein gutes Konzept, weil ich die Sorge habe, dass du dir da selbst Schlechtes beitust, Katja. Ich glaube letztendlich, dass du dich ganz schön einpanzerst zurzeit und dich betäubst und zuknallst mit diesen ganzen Sachen und die ganzen Gefühle, was wirklich tief in dir los ist, gar nicht nach oben kommen lässt. Aus Angst auch verletzt zu werden, klar. Ja, das war damals wirklich schon ziemlich krass. Also es ist ja okay, wenn man so eine Phase mal macht, ist ja völlig okay. Aber es sollte man sich zumindest so die Option offen lassen, dass man für eine Liebe offen ist. Das finde ich wichtig. Wenn du die Option nicht mehr hast, ja, ich meine, du bist ja erst, was habe ich gesagt, 23, ne? 23 eben. Ja, also sonst wird man irgendwann wirst du sonst verbittert oder zynisch, wenn du nur so ein Leben führst. Also wie gesagt, im Moment. Ist mich dabei wohl. Ist also okay, ja. Ja, ist auch okay. Aber hab's einfach im Auge oder im Kopf, dass diese andere Möglichkeit auch offen stehen muss für dich. Und natürlich wirst du es genießen, wenn du irgendwann doch wieder eine Beziehung hast und auf einen guten Typ stößt, der auch vertrauensvoll mit dir umgeht. Natürlich wirst du es genießen, klar. Irgendwann mal, ja. Sagte die schwer verletzte, seelisch verletzte Katja. Leb's mal noch eine Weile so. Aber wie gesagt, ne, ich wünsche dir dennoch so perspektivisch, wann, weiß ich nicht, doch mal nochmal eine richtig gute Liebesaffäre. So mit großen Gefühlen und allem, was dazugehört. Ja, gut. Liebe Katja, alles Gute. Wünsche ich dir auch, Tommy. Dankeschön. Tschüss. So, jetzt sehe ich, dass unsere Maria von gerade wieder da ist. Hallo Maria. Hallo Domian. Was hast du gemacht? Du hast einfach aufgelegt. Oh nein, ich habe nicht aufgelegt. Mein Akku war leer. Ach, immer das Problem mit dem Akku. Tut mir leid. Also, wir fangen nochmal von vorne an. Ja. Du bist 20 Jahre alt. Ja. Und du hast gesagt, dass du in deinem zarten Alter von 20 viel zu viele Männer hatte, ja. Schon so ungefähr 20 Männer hattest. Ja, an die 20 Männer. Ja. Jetzt erzähl einfach mal weiter. Ja, und zwar, ich kenne meinen jetzigen Freund seit 3 Jahren. Wir sind seit 1,5 Jahren ungefähr zusammen. Und mein Freund wusste einige Sachen oder einige Männer, mit denen ich schon etwas hatte. Und die anderen hatte ich ihm halt verschwiegen, um ihn auch nicht weh zu tun. Aber du hattest mit denen vor seiner Zeit etwas? Ja, sicher. Ja. Ich bin ihm nie fremd gegangen oder so. Das weiß er auch. Und ich habe ihm halt manche Männer auch verschwiegen, um ihm halt nicht weh zu tun. Weil er die auch gut kannte. Und ich halt mir gedacht habe, das gehört auch nicht unbedingt in unsere Beziehung rein. Du bist ja auch schwanger im Moment, ne? Ja. Ja, so war's. Und ich bin schon 2-mal von ihm schwanger gewesen. Hatte halt 2 Fehlgeburten. Ja, und er sagt halt zu mir, er will auf keinen Fall wegen meiner Vergangenheit halt ein Kind mit mir. Wie bitte? Wo ich jetzt wohne. Ja.
Wie ist der denn drauf? Ihr seid seit anderthalb Jahren zusammen, ja. Seid ein gutes Liebespaar. Ja. Liebt euch heiß und innig. Ja. Und er sagt zu dir, er will von dir kein Kind, weil du früher so viel Sexgeschichten im Laufen hattest. Ja, also wo er gehört hat halt, oder wo ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin, weil ich bin halt nicht dafür, dass man das für sich behält. Also der Partner sollte es schon wissen. Wenn man schwanger ist? Ja. Ja, der auch. Finde ich auch. Ja, und daraufhin hat er mir halt direkt den Bauch geschlagen. Wie bitte? Ja. Und dann tat ihm das alles ja wieder so leid und dann bin ich halt ins Krankenhaus gefahren und er ist mitgegangen. Und ja, das tut mir so leid, aber das Kind will ich trotzdem nicht mit dir. Sag mal, aber du hattest, ich habe es jetzt nicht gerade richtig verstanden, du hast ihm noch gar nicht so ganz alles erzählt, was du früher gemacht hast. Nee, hatte ich nicht, weil ich ihm halt nicht wehtun wollte, aber dann habe ich ihm das alles erzählt, also ist auch jetzt schon ein Weilchen her. Vor dem Schlagen und nach dem Schlagen? Vor dem Schlagen. Vor dem Schlagen. Das heißt also, da wusste er Bescheid über deine wilde Vergangenheit. Ja. Die, ich meine, die 20 Männer, da warst du dann ungefähr 18, ne? Bist du deinem 18. Lebensjahr, 20 Männer, naja, ist schon eine gute... Ja, es ist viel zu viel. Okay, da braucht man auch nicht drüber zu reden. Nee, aber es ist letztendlich auch jetzt egal. Ja. Ich bin entsetzt darüber, was du da für ein Typ hast. Ich sag's gleich mal so ganz abwertend. Ja gut, ich meine, ich sag mal, es ist meine große Liebe. Nein, die große Liebe darf dir aber nicht in den Bauch schlagen, wenn du ihm sagst, dass du schwanger bist. Ja, das hat er mir auch gesagt. Ich meine, es tut ihm ja auch alles leid und so. Nur, wie gesagt, ich habe jetzt einen Termin zu einer Abtreibung und ich weiß einfach nicht, ob ich das wirklich für ihn tun soll. Nein, das darfst du nicht für ihn tun. Nein, ne? Nein. Nein, ich bin bei der Frage der Abtreibung immer eigentlich sehr zurückhaltend und sage, das muss letztendlich die Frau selbst entscheiden. Das ist Mord in meinen Augen. Ist ja auch so. Aber in dem Fall darfst du es wirklich für ihn nicht tun. Wenn du der Auffassung bist, dass du das Kind haben möchtest, ist es so. Ja, gerne. Gerne? Gerne. Ja, dann reden wir da überhaupt gar nicht drüber. Also ja, ich finde alles entsetzlich. Also erstmal natürlich, dass er dir in den Bauch geschlagen hat. Wo auch sein Kind wächst. Ja, sicher. So. Ich meine, es ist ja nicht nur meins, ne? So, und das Zweite ist, wie kann man sich denn so dämlich, sage ich jetzt auch mal ganz krass, so dämlich anstellen, nur weil die Freundin vor seiner Zeit viele Männer hatte, zu sagen, ich will kein Kind von dir. Und ich schäme mich dafür, wenn du ein Kind hast, weil du früher mit so vielen Kerlen rumgemacht hast. Das ist doch bescheuert. Ja gut, ich sag mal, vielleicht ist es ja auch von seiner Tradition her. Ich weiß es einfach nicht. Was heißt Tradition? Ja, er ist halt auch Moslem. Mhm. Und ja, normalerweise ist das ja halt so Jungfrau heiraten. Mhm. Von daher bin ich vielleicht nicht gerade von seinem Klischee. Also Tradition hin, Tradition her. Ich finde, in erster Linie geht es um die Liebe. Mhm. Und wenn der Junge dich wirklich liebt, dann muss er das alles so nehmen, wie es ist. Und eigentlich sollte er sich freuen, dass du schwanger bist. Ja, ich meine, es gibt ja auch viele Paare, die halt keine Kinder bekommen können. So, mir klingt das eher so, dass er dich beherrschen will, so nach seinen Vorstellungen. Und dass er auch nicht richtig zu dir steht. Weil er sich vielleicht... Das Gefühl habe ich auch irgendwie. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Er schämt sich ja vor den anderen Leuten, wenn du jetzt ein Kind bekommst von ihm. Ja, von ihm. Was halt geredet wird und so, da habe ich halt Angst vor. Mhm. Dass dann halt irgendjemand sagen könnte, mit der hatte ich auch mal was. Mhm. Maria, habe ich keinen Funken Verständnis für. Treibe dieses Kind bloß nicht ab. Wenn dein Wunsch ist es, dieses Kind zu haben, dann verabschiede dich von dem Jungen, weil der nicht zu dir steht. Der hat Gewalt dir angetan, schlimme Gewalt, dir und seinem eigenen Fleisch und Blut. Das muss man ja alles so ganz klar sehen. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt im Moment zwischen euch beiden? Ja gut, er ist jetzt am Arbeiten. Und wie gesagt, meine Mutter, ich habe vorher mit meiner Mutter zusammen gewohnt. Mhm. Sie hat jetzt eine eigene Wohnung. Mhm. Ja, und jetzt sitze ich sozusagen hier. Ja, was heißt, er ist jetzt im Moment ist er arbeiten. Aber wie ist denn euer Verhältnis jetzt so die letzten Tage gewesen? Ja, das war eigentlich ganz gut. Halt, weil er weiß oder weil er denkt, dass ich halt das Kind wegmache. Mhm. Aber nur auch deswegen. Mhm. Wenn ich ihm jetzt sagen würde, nein, ich behalte das Kind doch, dann oh wei, oh wei, oh wei. Wann ist der Termin? Am 19. Mhm. Soll halt zur Untersuchung und am 20. soll halt die Abtreibung stattfinden. Und er kriegt auch gar nicht mit. Hat er dich eigentlich gefragt? Hier Maria, was möchtest du? Ja. Das hat er gemacht? Ja, er weiß, dass ich das Kind möchte. Mhm. Aber er geht da jetzt gar nicht weiter darauf ein und
geht davon aus, dass das so gemacht wird wie... Ja, das Einzige, was ich halt so sagen bekomme, ist, ja, wenn du das Kind behältst, bin ich weg. Dann ist er weg. Und das war bei der ersten Schwangerschaft schon so. Und da hat er halt zu mir gesagt, ja, wenn du nochmal schwanger wirst, dann behalten wir das. Und die erste Schwangerschaft ist wie zu Ende gegangen? Ich hatte eine Fehlgeburt. Ja. Ja. Und liebst du denn diesen Mann noch? Ja. Also es ist meine erste große Liebe. Und also ich hänge schon an ihm. Ich habe immer Schwierigkeiten, Maria. Das sage ich auch immer wieder hier in dieser Sendung. Ja, ich weiß das. Ne? Wenn jemand eine Frau schlägt. Nein, nicht nur das. Wenn man von einem Partner, ob das nur eine Frau oder Mann ist, ist auch egal, so entwürdigend behandelt wird. Seien es Schläge oder es gibt ja auch genügend psychische Entwürdigungen. Ist es mir immer so schwer nachvollziehbar, dass man dann noch sagt, ich liebe diesen Menschen, wenn der mit einem selbst so umgeht und so wenig Respekt hat. Respekt, das ist das wichtigste Wort. Man muss doch vor dem, den man liebt, den größten Respekt überhaupt haben. Ja gut, ich sag mal, ich meine, es gab schon öfters Schläge. Ich habe auch sehr oft provoziert. Also wie gesagt, ich bin kein Kind von Unschuld. Und ich sag mal, mir sind auch schon mal Gläser geflogen und alles Mögliche ist schon geflogen durch den Raum. Und aber ich sag mal, irgendwie, wenn man sieht, dass sich jemand nicht wehren kann. Ich meine, er ist 1,80 Meter, 100 Kilo und ich bin 1,60 Meter und ja... Ja, ach, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich meine, du solltest auch nicht mit den Gläsern werfen, das ist genauso bescheuert. Aber mir reicht das jetzt auch schon aus, wenn was du erzählt hast, dass er dir in den Bauch geschlagen hat. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich halt zu meiner Vergangenheit stehen soll. Ich finde ja, mein Gott, nochmal. Das ist nun mal so. Das war nicht richtig, aber es ist so gewesen. Mein Gott, schwamm drüber. Das ist eine Austobphase. Und du bist ja, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, also wirklich nicht. Wirklich ja, nicht. Aber, du hast es ja bewiesen, dass du jetzt in der Zeit, wo du eine Beziehung hast, warst du ja treu. Ja. So, darauf kommt es doch an. Und was du vorher gemacht hast, nun Gott, wie viele Leute probieren sich aus und gerade die Männer, wie probieren die sich aus? Ich bin auch nur noch zu Hause, ich gehe gar nicht mehr weg oder so, von daher. Also steh du mal zu deiner Vergangenheit, ich finde es nicht verwerflich. Ich finde das viel, viel wichtiger ist, dass man sich dann ordentlich und klar verhält, wenn man in einer Beziehung ist. Und das hast du getan, so, das ist für mich wichtig. Ich sage noch einmal ganz vehement, lass es nicht abtreiben, da du es nicht willst. Mach das nicht für den Mann. Okay. Und nehme dann auch die Konsequenzen in Kauf, wenn er sagt, okay, dann gehe ich halt, dann soll er gehen. Okay, ich höre mal auf dich. Ja. Und ich werde dich dann auf jeden Fall mal anrufen. Das ist sehr lieb von dir. Aber ich würde dir trotzdem auch noch gerne, ich meine, es ist immer gut, viele Meinungen zu hören und Beratung, vielleicht noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja. Wenn, ich will es dir nicht aufdrängen, wenn du das... Nee, von mir aus gerne. Gut, das ist Heide heute Nacht, du legst auf, Heide ruft dich an. Alles klar. Alles Gute, okay, Maria. Danke dir. Tschüss. Unser Thema morgen heißt, das würde niemand von mir denken. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die irgendwie so ein großes Geheimnis mit sich herumtragen oder irgendetwas Seltsames tun oder vielleicht eine Marotte haben oder vielleicht auch was Ernstes in ihrer Vergangenheit angestellt haben und niemand weiß es mehr. Und demzufolge sie von sich selbst sagen, das würde niemand von mir denken. Und Donnerstag sind wir im WDR-Fernsehen schon um 23:45 Uhr abends, um 23.45 Uhr. Und die Sendung geht dann bis 1 Uhr. Und ihr könnt dann auch eine Stunde vorher wieder hier bei uns anrufen und euch anmelden und versuchen durchzukommen dann für die Sendung. Also Beginn der Sendung am Donnerstag im WDR-Fernsehen um 23.45 Uhr, 23:45 Uhr. Melanie, 23 Jahre alt, guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, Melanie. Ich hoffe, du hörst mich. Ja, ich höre sie. Erstmal schönen guten Abend, Domian. Ja, ich grüße dich auch. Aber du kannst mich auch duzen, du hast gerade sie gesagt, ich duze dich auch. Ja, gut. Also ich habe da ein großes Problem, mein Freund Marius, der ist sexsüchtig. Aber ich sag mal so, der hat vorher 70 Kilo gewogen. Ja. Da ging der Sex eigentlich noch. Hat noch Spaß gemacht, aber jetzt wiegt er 105 Kilo und jetzt machen wir da so keinen Spaß mehr. Ja, wie lange bist du mit ihm zusammen schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Und das hat sich in der letzten Zeit oder in den 2 Jahren permanent gesteigert, diese Sexsucht? Ja. Was heißt denn die Sexsucht genau? Wie oft will er denn? Ja, er will ziemlich oft am Tag. Ziemlich oft am Tag? Ja. 3-mal, 5-mal? Ja, so ungefähr. Und er will auch nicht raus, gar nichts.
Er will im Prinzip nur zu Hause sein und mit dir Sex haben. Er ist zu Hause. Fernsehen gucken, essen, Sex. Ja, nur Pizza holen, jeden Tag dasselbe. Hat er keine Arbeit? Doch, er geht arbeiten. Er geht arbeiten. Nur 2 Stunden am Tag. Mhm. Was macht er? Er arbeitet im Lager. Ach so. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn er so oft Sex will? Und du offensichtlich nicht, wie ich das jetzt so höre. Nee, ich hab da, also ich bin da nicht mehr erotisch. Und ich sag dann einfach, ich muss weg, weil ich muss nach meiner Oma. Das heißt, du lässt es nicht über dich ergehen, sondern verweigerst dich dann? Ja, genau. Mhm. Entstehen daraus Spannungen? Ja. Mhm. Streit? Streit, ja. Ziemlich. Ja. Oft. Und ich habe schon deswegen Schluss gemacht. Ich sag eine ganze Zeit so zu denen, der möchte gerne abnehmen. Mhm. Und da hatte ich Schluss gemacht für ein paar Tage. Ja, und dann hat er mich immer wieder angerufen, voll am Weinen. Ja, ich nehme ab. Aber er hat es immer noch nicht getan. Du hast gerade gesagt, ich finde es nicht mehr erotisch. Ja. Liegt es daran, dass er eben so dick geworden ist? Oder, ja. Oder liegt es auch daran, dass du einfach nicht so oft willst? Dass du dass deshalb die Erotik auch weg ist? Nee, das ist, weil der so auseinandergegangen ist. Ach so, das heißt, wenn er jetzt wieder auf seine schlanken 70 Kilo käme, wärst du bereit, so oft Sex mit ihm zu haben? Ja. Ach, das schon? Schon, ja. Ah, dann liegt es also hier gar nicht so an, das Problem liegt gar nicht im Sex, sondern das Problem liegt in den Funden. Ja, genau. Hm. Also mir ist es gar nicht nachvollziehbar, wenn man so lange, also doch relativ lange zusammen ist und dann am Tag so oft miteinander schläft, hast du denn dann, also abgesehen davon, dass er nun dick ist, wenn er dünn wäre oder früher, als er dünn war, Lust, richtig Spaß? Warst du richtig dabei bei der Sache? Ja, aber nicht so 5-mal am Tag oder so, ist schon übertrieben. Also für mich, sag ich jetzt mal. 3-mal reicht dann auch aus. Ja, aber für ihn nicht. Und er kann es dann auch, er hat immer eine Erektion, richtig so, mit allem drum und dran. Erstaunlich. Mhm. Erstaunlich. Wie alt ist er? 24. 24, mhm. Und ich bin am Überlegen, ob ich jetzt erstmal Schluss machen soll, weil so kann das nicht mehr weitergehen. Meine Freunde sagen, schämst du dich gar nicht mit so einem Fetten. Mhm. Mhm. Und ich komme damit nicht mehr klar. So. Ja, also eine wichtige Frage ist ja jetzt, geht es jetzt nur in dicken Anführungszeichen, verstehe ich schon, um die Funde oder ist auch die Liebe irgendwie ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen? Ja, auch. Liebe ist nicht so ganz doll mehr? Nee, nicht mehr ganz doll. Mhm. Als du Schluss gemacht hast, da war er am Jammern und am Heulen. Ja. Mhm. Aber danach hat sich auch nichts geändert wieder. Nee. Ich nehme ab. Er hat nicht abgenommen, er hat zugenommen. Mhm. Ja, vielleicht wäre diese Trennung auf Zeit, Melanie, keine falsche Lösung. Dass du sagst, pass mal auf, wir trennen uns erstmal für ein paar Monate. Ich will mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ich möchte gern, dass du abnimmst, weil so ist es mir einfach nicht angenehm und ich habe auch kein erotisches Gefühl. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Lösung. Ja, muss ich das mal tun. Ja, aber du musst dir natürlich vorher im Klaren sein, wie du reagierst, wenn er dann wieder anruft und heult und flennt. Da musst du natürlich auch dann hart bleiben, ne? Mhm. Und nicht wieder zurückkommen. Ja, die sagen aber auch alle, der geht fremd, also mit anderen Mädchen. Und aber im Moment nicht. Nee, er will ja nur bei mir, aber ich aber will dann, nicht, kann nicht. Aber dann würde er fremdgehen, wenn ihr euch getrennt habt, meinst du, auf Zeit? Ja, dann bestimmt. Ja gut, dann ist es halt so. Da musst du dann auch mit leben. Dann bestimmt. Da musst du mit leben. Wenn, ne, dann ist ja der Vertrag erstmal aufgekündigt und gesagt, okay, wir gehen erstmal unsere eigenen Wege ein bisschen und dann sind wir weiter vielleicht in 3-4 Monaten. Mhm. Ich würde es mal so machen. Versuchen. Okay. Weil wenn du jetzt noch länger bei ihm bleibst, entsteht vielleicht so ein großer Widerwille und so ein richtiger Ekel, dass du dann vielleicht Dinge tust und sagst, die dir dann hinterher auch leid tun. Das ist ja nicht richtig. Ja. Ne? Mhm. Versuch mal den Weg zu gehen, Melanie. Okay, mach ich. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere kostenfreie Telefonnummer und die kostenfreie Faxnummer 0800 220 50 51. Thema morgen heißt, das würde niemand von mir denken. Niemand würde das von mir denken. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die das so ganz klar sagen. Niemand würde das jemals von mir denken. So, Markus, 20, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Und bei dir ist auch Kim, 18. Ja. Aber jetzt sind wir beide erstmal im Gespräch. Um was geht's denn, Markus? Es handelt sich darum, dass wenn meine Freunde und ich miteinander schlafen, dass seit kurzem ich Orgasmusprobleme habe. Also was heißt Orgasmusprobleme? Aber wenn ich Samenerguss habe,
mit meiner Freundin zusammen, also wenn ich einen Orgasmus habe, dann habe ich nur eine Ejakulation und aber keinen körperlichen Orgasmus. Also dieses Kribbeln ist nicht da. Also du hast einen Samenerguss, aber keinen Orgasmus. Ja, genau. Genau. Hm. Ja. Und wir haben auch beide Spaß am Sex und wir machen auch viele, wir sind jetzt seit 4 Monaten zusammen, wir ändern viele Dinge und machen das mal neu und das mal neu. Ja, ihr seid ja in der frisch Verliebtheitsphase. Ja, genau, genau. Und das verstehe ich nicht. Also ich hatte das auch noch nie vorher mit einem anderen Mädchen oder so. Ja. Wie ist das denn, wenn du onanierst? Ist das genauso? Nee, da habe ich gar keine Probleme. Also wenn ich das selber mache, dann habe ich immer einen guten Orgasmus. Mhm. Aber da ist das, als wenn da manchmal was fehlt, so. Wie meinst du das? Da fehlt ja, was. Ja, das ist halt kein richtiger Orgasmus. Das ist dann halt nur der Samenerguss. Vielleicht auch manchmal geht es wirklich schnell und dann merke ich fast gar nichts. Also dann kommt dann halt nur das Sperma raus und dann. Mm-hmm. Ist das in jeder Position so? Also habt ihr das schon ausprobiert? Also, oral, nee. Ist oral genauso wie vaginal oder? Nee, das habe ich auch nur vaginal. Mhm. Aber dann auch, wenn wir halt jetzt also länger Sex machen und dann verschiedene Stellungen haben. Mhm. Das heißt also, dann heute war das zum Beispiel so, dann hatten wir halt im Stehen von hinten und dann ist das halt so gewesen. Und dann macht sie sich Vorwürfe. Sie macht sich Vorwürfe, dann gibt sie mir aber eben die Kim. Ja, die schämt sich ein bisschen. Ach so. Ja, die hat ein bisschen. Gut, dann reden nur wir beide miteinander. Ja, genau. Ja, Vorwürfe muss sie sich ja nun wirklich nicht machen, weil sie kann da ja nichts für. Ja, das weiß ich. Das und das weiß das, ich. Das, das will ich ihr auch klar machen. Ja. Und dann sagt sie aber, ja, aber das kann doch nicht sein, dass wenn du dir selber machst, einen normalen Orgasmus hast, also einen schönen, und wenn du manchmal mit mir schläfst, keinen schönen. Aber es ist ja interessant, es ist ja nur eben manchmal. Und ja, genau. Ne, es ist ja nicht immer so. Ja. Und du hast ja schon mal versucht zu beobachten, welche Faktoren vielleicht so zusammenkommen, wenn das so ist, warum das dann so ist. Kann man nicht so sagen, oder? Nee, also könnte ich jetzt nicht sagen. Nee. Habe ich überhaupt keine Ahnung von, muss ich offen sagen. Habe ich auch noch nie gehört so, dass ein Mann einen Samenerguss hat und keinen Orgasmus dabei. Also mehr so unterdrückt. Also ich das ist auch manchmal so, dann will ich gar nicht kommen. Mhm. Also dann will ich, dass das kein Ende nimmt. Mhm. Aber dann versuche ich das wirklich zu unterdrücken und dann merke ich das innerlich nicht. Mhm. Ist das denn so ein Samenerguss wie eigentlich bei einem Orgasmus auch oder ein bisschen weniger und zurückhaltend? Nee, der ist schon normal. Wie das ist normal. Ja, genau. Mhm. Das ich weiß auch nicht, woran das liegt. Mhm. Das ist, das ist nicht so, dass ich sie nicht erotisch finde oder nicht sexy. So. Nein. Es ist sicher irgendwas anderes. Ja? Ich vermute auch fast schon, ich weiß nicht, ich sag's mal so, wie ich das einschätze, dass das auch kein urologisches Problem ist, sondern dass es irgendwas was psychologisches ist. Ja, glaube ich auch. Ja. Habe ich überhaupt keine Ahnung, muss ich passen. Ich habe da jetzt eine bestimmte Vorstellung, also in meinen Vorstellungen habe ich da schon was. Also vielleicht ist es, weil es nicht genau das ist, was ich gerne hätte. Sag also das mal konkreter. Ich finde meine Freundin sexy und attraktiv, ja. Aber ich stehe auf reifere Frauen. So, also auf was für Frauen? Ich habe nicht verstanden. Auf was für Frauen? Auf reifere Frauen. Ich habe immer noch nicht verstanden. Auf reifere Frauen. Ach, reifere Frauen. Ja, genau. Ja. Und die ist dann nun noch jünger, deine Freundin, als du? Ja, die ist 18 und ich bin 20. Mhm. Ja. Das weiß die auch. Wir sind ganz offen in unserer Beziehung, reden über alles. Und also würde ich jetzt auch wieder so aus der Intuition heraus sagen, dass das sicher auch nicht der Grund ist. Ja. Ich weiß es aber nicht genau. Ich würde dir Folgendes vorschlagen, wenn das ist ja schon ein Problem für euch, ne? Ja, für sie, also für mich eigentlich nicht so. Ja. Weil der Sex macht trotzdem Spaß. Mhm. Gut, dann ist ja der erste Schritt, dass du ihr das nochmal ein bisschen klarer machst, dass sie nun wirklich nichts dafür kann. Und dass es für dich auch kein Problem ist. Ja. Die zweite Überlegung wäre, ich würde an deiner Stelle doch mal, um das mal abzuklären, mit einem Urologen reden. Ja, ja. So. Und und der soll dir dann weiter sagen, ob er vielleicht einen Tipp hat, ob er einen Psychologe kennt, der sich, einen Sexualtherapeut, der sich mit sowas auskennt, wenn es zu einer größeren Problematik wird. Aber zum Urologen kannst du ja mal gehen, das ist ein Gespräch, was man führt, und ein paar Informationen kriegst du da sicher auch, die hilfreich sind, weil ich weiß wirklich nicht, was da gebacken ist. Ja. Ja? Ja, ist gut. So, machen wir es mal. Ja. Und schönen Gruß an die Kim. Ja, schönen Gruß an dein Team. Tschüss, Markus, danke. Super, Domian. Tschüss. Ja, tschüss. Tommy, 22. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hier ist Tommy. Ja, hallo, Tommy.
In ja. deinem Leben dreht sich auch alles um Sex? Auf jeden Fall, also es ist heftig. Also ich arbeite bei der Sicherheit und muss von abends 10 bis morgens um 7 Uhr arbeiten. Mhm. So, Punkt 7 Uhr, wenn ich zu Hause bin, steht meine Freundin auf der Matte und sagt, Hose runter. Gut. Ja. Ja, also, und, wie, schläft ihr nicht morgens um 7? Nee, die wartet ja extra, bis ich komme, weil sie ja weiß, wenn ich von 10 Uhr bis um 7 Uhr arbeiten gehe, dann hat sie ja niemanden, mit dem so poppen kann. Ne? Und dann komme ich natürlich. Ja, Moment, aber die hat doch einen anderen Lebensrhythmus als du. Das heißt, die ist dann schon extra früher aufgestanden, oder wie? Ja, die steht extra früher auf und ja? wartet, dass du kommst. Ja, genau, dass ich nach Hause komme. Punkt 7 Uhr, wie ich dann nach Hause komme, also ich will erstmal was frühstücken. Mhm. Nö, du kriegst jetzt kein Frühstück. Erst mit mir schlafen und dann kriegst du was zu essen. Ja. Ja, und harte Sitten bei euch. Ja, und ja. Ja, und dann muss ich halt ran, 4, 5 Mal hintereinander. Und wenn ich dann nicht mehr kann, ach, du schläfst doch mit einer anderen, du kannst doch gar nicht mehr, du liebst mich nicht. Und dann kriegt man sowas gehört und dann ist natürlich heftig. Hör mal, jeden Morgen 4 bis 5 Mal? Ja. Wann kommst du denn dann endlich mal zu deiner wohlverdienten Ruhe ins Bett? Zum Schlafen, meine ich. Ja, wenn sie von 10 bis 12 Uhr putzen geht, dann habe ich schon 2 Stunden Ruhe. Dann kann ich mich 2 Stunden hinlegen, komme ich aber wieder, dann hat sie auch keine Lust mehr, Gott sei Dank. Aber sobald ich dann abends, kurz bevor ich wieder zur Arbeit gehe, ja. dann muss ich nochmal ran. Ne? Und das ist natürlich... Also, ich spreche dir mein Beileid aus. Du fühlst dich ja völlig ausgelaugt, was, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall jeden Abend ausgepowert. Ne? Aber nur am Wochenende, ne? wenn ich dann sage, mal komm, Maus, Freitag, ich habe frei, möchte jetzt mal einen Tag keinen Sex. Ja. Oh, nö, das gibt es nicht. Dann geht sie hin, also zu ihrem Schrank, da darf keiner dran, da hat sie eine Peitsche drin und alles Mögliche. Also, dann fängt sie an, mich zu schlagen und so weiter. Gut, manchmal finde ich das auch wirklich erotisch, macht auch Spaß, aber manchmal... Aber es ist nicht eher nicht dein Ding? Nein, nicht immer. Also wie lange geht denn diese Tortur schon? Ach, so ungefähr 1,5 Jahren jetzt. Ehrlich, so lange? Mhm. Wäre ich bedient an deiner Stelle? Ja, ich habe zwar schon psychologischen Rat gesucht und... Sie? Beim Psychiater bin ich gewesen. Das heißt, du? Ja. Warum du? Warum nicht sie? Weil ich das nicht mehr aushalte manchmal, weil ich nicht mehr nach Hause komme, ich bin ausgepowert, möchte meine Ruhe haben, das versteht sie nicht. Und da habe ich mal versucht, beim Psychologen drüber zu sprechen und der meinte auch, ja, dann trennen sie sich doch von der Freundin und suchen ja. sich eine andere. Ja gut, weil ich sie auch sehr lieb habe, kann ich mich natürlich nicht so einfach von ihr trennen. Kriegst du denn immer alles gebacken, so oft? Kannst du denn jeden Tag so oft? Also 2 Mal schaffe ich und dann spiele ich ihr was vor, weil das merkt sie manchmal auch. Ja gut, vorspielen ist bei uns Männern ja ein bisschen schwer, ne? Eben. Na gut, also manchmal sie ist, soll man sagen, also... Also klare Frage, kriegst du so viele Erektionen? Also maximal 2, dann so, 2 Abend. Und wie spielst du dann was vor? Ja, indem ich dann sage, ha, ich komme und sagte, dann fängt sie auch an, ja, mach noch ein bisschen, ich komme auch gleich. Und dann, ja, dann, wenn ich nicht mehr kann, nehme ich einfach meinen Finger, das kriegt sie nämlich nicht mit und stecke ihr dann den Finger unten rein und dann denkt sie natürlich, mein Ding wäre noch drin, weil sie tut immer die Decke über den Kopf, wenn sie mir, warum weiß ich auch nicht. Hör mal, Tommy, das sind keine Zustände. Nee, auf keinen Fall. Nee, aber im Ernst. Kannst du dir nicht klar machen, dass das für dich schon irgendwie auch scheiße ist? Hä? Wenn ich ihr das sage, das versteht sie nicht. Dann sagt sie, kommt mit der Szene, ach, du liebst doch eine andere. Ach, das ist doch albern. Also das ist nur wirklich völlig übertrieben, finde ich, so ein Verhalten. Und ich finde, dass man als liebende Freundin da halt auch zumindest ein offenes Ohr haben sollte, wenn der Freund sagt, hier, es ist mir einfach zu viel. Es ist doch immer bei der Sexualität so, dass man sich irgendwie in der Mitte treffen muss. Und wenn sie so sexsüchtig drauf ist, dann hat sie eher psychologischen Rat nötig als denn du. Ich verstehe ja auch, dass du dich nicht von ihr trennen wirst, wenn du sie magst. Aber du musst ihr das... Ich meine, schämst du dich denn, ihr das zu sagen, hier, ich habe keinen Bock so oft? Ja, das habe ich ihr schon mal gesagt. Und dann zieht sie ihre Flappe, dann dreht sie sich ins Zimmer oder geht in ihr eigenes Zimmer, da darf dann keiner rein. Aber Tommy, dann ist es halt so. Das muss die junge Dame dann halt auch kapieren, dass es eben nicht immer so geht, wie sie es will. Ja, sie meint auch nur, weil sie ein bisschen älter ist als ich. Sie ist 2 Jahre älter als ich. Ne? Meinst du, sie müsste mir halt Vorschriften... Weißt du, ich finde, dass du das wirklich so klar sagen musst. Weil irgendwann hast du die Faxen so dicke und dann gibt's einen großen Knall und dann war's das. Ja. Aber hier gibt es jetzt auch gleich den großen Knall. Die Sendung ist nämlich gleich vorbei. Lass es nicht mit dir machen, Tommy. Alles Gute. Gut, tschüss. Dir danke ich noch für die tolle Sendung, ne? Danke, tschüss. Ciao. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen heißt unser Thema, das würde niemand von mir denken. Das würde niemand von mir denken. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.